Die EU spielt heute auch eine große Rolle für Schottland. In weiten Teilen Großbritanniens ist heute nämlich Wahltag. In Schottland und Wales werden neue Regionalparlamente gewählt, in London und vielen anderen Gemeinden Englands neue Bürgermeister und Lokalparlamente. Und vor allem die schottische Wahl kann weitreichende Folgen haben. Sollten die Nationalisten eine Mehrheit bekommen, könnte ein Unabhängigkeitsreferendum folgen, so wie es schon 2014 eines gegeben hat. Damals haben sich die Schotten ja gegen die Abspaltung vom Vereinigten Königreich entschieden. Aber seitdem ist vieles passiert und die Situation ist heute nach dem Brexit eine ganz andere. Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Sophie Ruppitz, die vor Ort berichtet. Vorher ein Ausblick von Thomas Heuss auf den heutigen Schicksalstag für Schottland. Sie sind stolz, die Schotten, auf ihr Land, was aber nicht automatisch bedeutet, dass sie mehrheitlich weg wollen von Großbritannien. Ich fühle mich sehr Schottin, aber ich bin auch gerne britisch. Sie hingegen will, dass Schottland unabhängig wird. Zeigen Sie mir jemanden, der nicht stolz darauf ist, schottisch zu sein, aber gleichzeitig bin ich auch gern Brite. Eine klare Mehrheit für die schottischen Nationalisten, die ein neues Referendum wollen, ist also keine ausgemachte Sache. Wenn es im Parlament eine Mehrheit für ein neues Referendum gibt, dann gibt es keine demokratische Legitimation, das zu verhindern. Also kämpft die schottische Regierungschefin um jede Stimme, um ihrem Ziel, ein unabhängiges Schottland, näher zu kommen. Für den britischen Premier ist eine neue Volksabstimmung in Schottland absolut verzichtbar. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, um ein skrupelloses, unverantwortliches zweites Referendum abzuhalten. Wem solche harsche Worte unmittelbar vor der Wahl in Schottland nützen werden, das wird man vielleicht morgen sehen.